demonstrieren gegen die Bebauung des Tempelhofer Feldes. Wir demonstrieren gegen Luxuswohnungen, ob es jetzt bio-ökologische Häuser sind oder einfach nur so normale Wohnungen für Reiche. Wir wollen keine Luxusbebauung auf dem Tempelhofer Feld. Wir wollen auch keinen Bezahlpark, wo man 15 Euro Eintritt zahlen muss, wenn man rein will. Wir wollen, dass die Leute grillen können, Drachen steigen lassen können. Wir wollen, dass die Leute den Garten, quasi, also das Feld nutzen können als ihren Garten, weil viele Leute, die hier wohnen, keinen eigenen Garten haben. Genau, wir wollen keine Verdrängung der Anwohnerinnen und Anwohner hier aus dem Neuköllner Kiez, aber auch nicht aus den anderen umliegenden Kiezen, in Kreuzberg zum Beispiel. Ja, es geht darum zu verteidigen, was wir erkämpft haben. Der Flughafen wurde ja am Anfang schon tunlichst geschlossen gehalten, aus gewissen Verwertungsmotivationen raus. Und ja, es hat sich bewahrheitet, dass alle dieses Areal als Park haben wollen und für offene Projekte und gestaltet von den Menschen, die hier wohnen. Und nicht als Bauland oder für irgendwelche kommerziellen Projekte. Es ist ja schon klar, was für Bebauungspläne es gibt. Die kann man ja ansehen und da ist ja schon ganz klar einsehbar, was da passieren wird und was wir da nicht mehr machen dürfen. Alle Leute, die in Berlin leben, die da sich gerne auf dem Feld treffen, können sich dann halt nicht mehr so treffen, wie es halt vorher möglich war. Und das ist scheiße und dafür sind wir hier und wollen es verteidigen. Wir sind von der Bürgerinitiative 100% Tempelhofer Feld. Wir sind halt gegen die Bebauung dieses Feldes. Wir versuchen jetzt eine Unterschriftensammlung aufzubauen und dann eben eine Volksabstimmung zu machen. Um dass wir dann halt stimmen gegen diesen Bau von der IGA und von Luxusbebauung. Die demonstrieren wegen dem Kiez, dass der Kiez Kiez bleiben soll und nicht, dass die Mieten hier erhöhen, wie sie Lust und Laune haben. Ja. Das kann es einfach nicht sein. Das kann keiner mehr bezahlen. Besonders Hartz-IV-Empfänger, die ihre Mieten haben, die sie kriegen, müssen sich dann irgendwo was suchen, was nicht fair ist. Oder müssen und außerhalb von Berlin ziehen, wie sie ein Kumpel von mir gesagt haben, Neukölln kann ihnen die Miete nicht mehr zahlen, ziehen sie nach Weißensee, Hellersdorf oder nach Marzahn. Wir kriegen keinen Beruf mehr. Also keinen richtigen Job mehr hier, sagen wir mal so. Vollzeit, wo man sich richtig verdient. Und die sollen sich hier dran halten. Wirklich. Wir wollen bleiben, ja, unbedingt. Neuköllner, alle Neuköllner oder alle Deutschland kann man besuchen kommen. So wie es aussieht, ist doch schön. Da können wir wieder unternehmen, sieht es aber gerade, sieht schön aus. Jeder kann machen, Grill, schön sauber. Wir sind zusammen, einer für alle, alle für einer. Ist doch schön. Es soll so bleiben und es soll kein Luxusgebäude angestellt werden. Also Tempelhof soll bleiben. Es soll eigentlich so bleiben, wie es jetzt ist, weil es so schön ist und das gefällt uns alle so. Nee, das soll so bleiben, das ist doch schön, die Familien treffen sich alle hier. Das soll so bleiben, wie es jetzt so ist eigentlich. Also ich glaube, die kommen hier hin, weil es ihnen gefällt und nicht, damit jemand hier Häuser bauen soll oder sowas. Weil die kommen hier zur Freizeit hierher. Also das heißt, dass sie hier auch ihren Spaß haben wollen, ohne dass hier Häuser die Sonne versperren oder sowas. Erstmal bleiben wir das für unsere Gesellschaft, ja? Für Berlin, ja? Okay. So bleiben wie normal, damit alle Spaß haben und so. Hier kann man mehr spielen und so, nicht zu Hause im Hof. Und deswegen. Ich komme extra hierher, weil wir spielen hier. Und nicht, dass die Häuser hier sind. Deswegen ist hier frei und können viele Leute hier Spaß haben. Freizeit. Also ich möchte, dass es hier so bleibt, weil in der Freizeit können alle kommen und es also ist hier spaßig und kann man grillen, Fahrrad fahren, alles machen. Und alle Menschen sind hier glücklich in der Freizeit. Und hier? I love Neukölln. Okay, I love Neukölln auch. Ja, es soll so bleiben, wie es gerade ist. Sie sehen ja, die Menschen sind alle glücklich. Die leben alle wohl, schön. Aber wenn hier umgebaut wird und die Mieten werden dadurch erhöht, was haben die Menschen davon? Wir sind gerade sowieso ein Problemfall hier in Neukölln. Wir sind gerade zufrieden mit was wir sind. Und dann, wenn die Mieten noch höher sind, wo sollen wir dann gehen? Nach Charlottenburg? Die Verdrängung, die ist ja in ganz Berlin. Ich komme aus Kreuzberg, ja, und da haben wir das gleiche Problem.
Und wenn wir uns da nicht wehren, dann geht das alles über uns weg und wir fliegen raus aus unseren Wohnungen und können irgendwo sehen, wo wir bleiben, am Stadtrand oder in irgendwelchen Obdachlosenasylen. Ja? Tempelhof für alle! Für alle! Tempelhof!